Ah. Ist das Zahnernötli in meinem Skript drin? Will das jemand? Ja. Logisch, so ein Zahnernötli kann man immer brauchen, gell? Wo sitzt noch jemand, wenn ich sie so zusammengekrugelt habe? Wollt das Zahnrötli immer noch etwas, auch wenn ich mit dem Fuß so verkrugele? Ja, warum willst du es dann? Weil es immer noch 10 Franken wert ist. Ja, logisch. Das Zahnrötli kannst du verkrugeln, verstampfen, machen. Es ist immer noch 10 Franken wert. Hey, und das ist doch genau ein Bild auch für uns. Gott gibt dir den Wert. Gott spricht dir den Wert zu, den du hast. Und egal, ob du schön glättet, oder also das ist zum Beispiel schon ein bisschen geflickt mit Papier und so, oder ob du verkrugelt bist vom Leben, oder ob du unter die Räder gekommen bist, wie das Nötli unter meinen Schuhen, das sagt doch nichts über den Wert aus. Es tut den Wert nicht mindern, es ist immer noch 10 Franken wert und du bist immer noch gleich viel wert, weil Gott dir den Wert gibt. Und das ist die gute Botschaft heute Morgen. Gott schenkt dir einen gewaltigen Wert. Und ungeachtet dessen, wie verkrugelt dass wir manchmal sind oder werden, der Wert bleibt, weil Gott in dir zusprechen tut. Und das ist das Thema, wenn wir heute nachdenken über den Vers aus dem 1. Petrus 2,9. Der Petrus schreibt dieses Wort als ein Mann, der genau das selber erfahren hat. Ein einfacher Fischer, der kaum lesen und schreiben hat können. Er hat erlebt, wie Jesus ihm Wert zugesprochen hat, sodass sich der ungestüme Mann sogar getraut hat, vor den religiösen Führern der damaligen Zeit zu sagen: Sorry Leute, das, was ihr sagt, das mag wohl stimmen, aber ich erachte es wichtiger, Gott gehorsam zu sein wie eure Menschen. Der Petrus, der nach Angst, Stolz, Selbstüberschätzung, wo jämmerlich versagt hat, wo Jesus 3-mal verleugnet hat, hat sich wahrscheinlich etwas so angefühlt, wie wenn man das Nötli da verstampfen tut. Er hat erlebt, dass Jesus ihm den Wert zuspricht und sogar gesagt hat: Ich wette, dass du Gemeinde bauen tust. Der Petrus, der erfahren hat, dass mit der Ausgüssung vom Heiligen Geist Entscheidendes passiert ist in seinem Leben und durch sein Leben. Der Petrus schreibt einen Brief in der Bibel etwa 30 Jahre später. 30 Jahre ist eine lange Zeit. Da erlebst du manchmal seit 30 Jahren. Und einige von euch sind ja schon 30 Jahre Nachfolger von Jesus. Wer ist schon 30 Jahre oder mehr mit Jesus unterwegs? Wo sind die Leute? Schon manches erlebt. Die einen denken, 30 Jahre ist ja noch gar nichts, ich bin schon 60 Jahre. In 30 Jahren Höhen, Tiefen, vieles erlebt. Und der Petrus schreibt einen Brief an die verschiedenen Gemeinden, so im Raum, Türkei, so kleine, verstreute Gemeinden in dem 1. Petrusbrief. Und dort spricht er ihnen die Identität zu und sagt: Hey, hört, ihr seid ein auserwähltes, heiliges Volk, eine königliche Priesterschaft. Und das giltet trotz Gegenwind, trotz Unzulänglichkeiten, trotz Minderheit und Verstreuung, weil es Gott ihnen zusagt.
der Wert von einem Menschen und der Wert von einer Kirche, den geben wir nicht uns selber, sondern Gott spricht den uns zu. Und darum gilt es eben, weil Gott den Wert zuspricht. Das Papier da hat nicht einfach können sagen, ich wollte jetzt ein 10er-Nötchen sein und bin 10 Franken wert. Aber das Papier steht dafür, dass es 10 Franken wert ist, weil es die Schweizer Eidgenossenschaft herausgegeben hat. Der Kernsatz in Herzschlag in dieser Woche, die uns Heft hier haben, könnt ihr auch lesen, heisst: Auf einen Schlag in neuen Dimensionen, von der Nacht in den Tag, von der Dunkelheit ins Licht, vom Tod ins Leben, wir als Gemeinde erleben und leben eine neue, weltweit einzigartige Realität. Was mit dem Freispruch für uns Sünder angefangen hat, findet seine Fortsetzung im Zuspruch von Gott, der sagt, ihr seid mein Volk. Das ist so. Das ist die neue Realität. Und in der Vorbereitung ist unweigerlich immer wieder der Gedanke gekommen, wie das ist mit der Halbinsel Krim. Obwohl ich mir bewusst bin, es passt nicht wirklich, es ist politisch heikel und über das wird ja gar nicht reden. Aber was es mir verdeutlicht hat, da sind Menschen, viele davon irgendwo russischer Abstammung oder prägt durch die russische Kultur und Geschichte. Die haben sich entschieden, sie wollen wieder zu Russland gehören. Und das haben sie durchgezogen. Und sie sind jetzt wieder von der Russischen Föderation aufgenommen worden. Und die Ersten haben sogar einen russischen Pass bekommen. Vielleicht haben sie die einen gesehen, die Tagesschau. Also viele von denen, die noch vor 3 Wochen Ukrainer waren, sind jetzt Russen und leben in einer neuen Realität und können das bezeugen mit dem Ausweis. Ich will nicht darüber reden, wie das völkerrechtlich ist oder ob das gut oder schlecht ist. Aber mir hat es etwas verdeutlicht von dieser Realität. Gell, so manche, auch in unserer Gesellschaft, kommen aus einem christlichen Elternhaus, haben vielleicht noch etwas von einer christlichen Prägung mitbekommen. Und mit der Hinwendung zu Jesus, im Festmachen, durch Taufe, oder das Einlösen von der Taufe, wenn wir als Kind getauft worden sind, kommen wir eine neue Realität, werden wir Bürger vom Reich Gottes, gibt es einen neuen Pass. Und dann hast du eine neue Identität. Durch Jesus. Und natürlich hat das Alter keine Freude, wenn man die Identität wechselt und versucht, immer wieder zurückzuholen. Ja, ich habe gefunden, die ganze Krim-Krise, zumindest für das hat es mir geholfen, das zu veranschaulichen. Durch Jesus ist das Reich von Gott in die Welt gekommen und durch die Hinwendung und die Vergebung von Jesus bekomme ich eine neue Identität, ja, man könnte sagen, einen neuen Pass. Und das ist das, was der Petrus sagt im 1. Petrus 2,9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Wir sind das auserwählte Volk. Im Griechischen steht das Wort Genos und das könnte man übersetzen mit Geschlecht. Also wir sind das Volk, das Geschlecht, Geschlecht, Nachkommen. Und dann kommt etwas zusammen von dem, was der Johannes sagt. Man könnte sagen, wir sind Kind von Gott. So wie es im Johannes 1,
der Johannes sagt, dass Gott uns das Recht gibt, seine Kinder zu werden und zu bleiben. Ja, durch Jesus gehörst du zu seinem Volk. Du bist ein Bürger vom Reich Gottes. Genau du. Durch Jesus. Wir sind königliche Priester. Das Wort Priester wird vom Griechischen her übersetzt mit Presbyteros, das heisst Ältester und bezeichnet oft eine Aufgabe. Aber wenn vom Lateinischen her kommt, kann Priester auch einmal anders übertragen werden, und zwar mit Pontifex. Was kommt euch spontan in den Sinn? Pontifex? Papst, genau, das ist dann der Pontifex Maximus. Pontifex, wer kann Lateinisch? Was ist auch in dem Wort drin? Weil Papst ist nicht gemeint. Ja, der Pontius Pilatus, genau, der hat vielleicht auch noch eine Bedeutung. Richtig. Ist niemand bei der Pontenier. Pontifex heisst übersetzt Brückenbauer. Brückenbauer. Als Priester sind wir Brückenbauer, wo andere Menschen Brücken zu Gott bauen tut. Aus dem Alten Testament kennen wir Priester, die ihrem Priesterdienst Zugang zu Gott hatten und wo die Aufgabe hatten, die Menschen mit Gott zu verbinden, in Beziehung zu bringen, durch das sie auch die Opfer dargebracht haben. Als Volk von Gott bekommen wir den Wert von Gott zugesprochen. Und es gibt so die Eigenschaft, dass ganz gewöhnliche Gegenstände plötzlich einen immensen Wert bekommen, wenn sie mal an der Persönlichkeit oder an einem Promi gehört hat. Schallplatte von den Beatles. Unterzeichnet. Schallplatten sind so schwarze, runde Dinger, wo man auch Musik hören kann. Ähnlich wie bei diesen modernen Sachen. Oder vielleicht haben sie es mitbekommen. Sochi, Dario Colonia, hat seine Jacke versteigert. So die schön rote Jacke, die genau gleich warm gibt wie jede andere auch. Aber die hat Dario Colonia in Sochi. Wisst ihr, wie viel das hier über den Tisch ist? Ja, wie viel würdest du zahlen? Nicht so viel, he? Darum haben wir sie ja nicht. 6'000 Franken. Da war jemand bereit für so eine ganz gewöhnliche, oder eben halt nicht mehr gewöhnliche, Jacke, 6'000 Schweizer Franken zu zahlen. Damit das jetzt sein Eigentum ist. Hat die Jacke so viel Wert? Materialwert bestimmt nicht. Aber sie ist dieser Person so viel Wert und dadurch hat die Jacke so viel Wert bekommen. Weißt du, wenn man den Materialwert von einem Menschen anschaut, der ist relativ ernüchternd. Da sieht man so etwa bei 18 Franken rum. Das meiste ist Wasser und dann noch ein bisschen Zutaten. Also für 18 Franken kriegst du Zutaten für einen Menschen zusammen. Aber Gott bist du so viel wert, dass er sich selber aufgemacht hat, Himmel und Erde in Bewegung gesetzt hat in Jesus Christus. Und dir den Wert wieder zuzusprechen, der dir gebührt. Gott gibt dir den Wert. Und nicht nur den Wert, sondern auch eine wunderbare Aufgabe und sagt, du sollst mein Brückenbauer sein. Für alle, die jetzt im KV arbeiten, ist das vielleicht jetzt nicht so eine herausfordernde Perspektive, aber jetzt ein Joel und ein Reto zum Beispiel, die selber schon viele Brücken renoviert haben und gemacht haben, die wissen ganz konkret, was das heisst, Brücken zu bauen. Priester Brückenbauer sollen nicht einfach für sich selber leben. Wir sind ja königliche Priester. Also vom König selber
von unserem himmlischen Vater sind wir Brückenbauer. Aber wir sollen jetzt nicht einfach im Königspalast bleiben, uns gut gehen lassen und so die einfachen Laufboote, geh du, geh Brücken bauen, geh rausschicken. Nein, königliche Priesterschaft, sollen wir uns selber auch nicht schade sein, immer wieder selber rauszugehen, um die Brücke zu bauen, wo Menschen Jesus begegnen können. Wir sollen die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, sollen wir verkünden. Weiter sagen. Was ist denn mit Finsternis gemeint? Dunkelheit. Gottes Ferne, trennt sie von Gott. Oder, gell, wie im Jesaja-Text steht, und wir auch schon gehört haben, Elende, die sich nach guter Botschaft sehnen, Menschen mit zerbrochenen Herzen, die darauf warten, dass ihre Herzen verbunden werden. Das sind Gefangene, die sich nach Freiheit sehnen. Menschen, die der Ungerechtigkeit im eigenen Leben und vielleicht auch der Ungerechtigkeit in dieser Welt leiden tun. Traurige Menschen, die getröstet werden. Und der Jesaja-Text kehrt dann und zeigt uns das Licht auf, dass wir eben Schmuck statt Asche sollen überkommen. Freudenöl, gell, so ein feines Duschmittel oder so eine gut schmückende Bodylotion. Und stell sich in der Trauer einfach gehen lassen. Lobgesang statt einem betrübten Geist. Wir sollen Gottes Wohltaten verkündigen. Und das mit dem Bewusstsein, Gott hat dir den Wert zugesprochen. Und du bist, weil Gott dir den Wert zugesprochen hat und aus dem heraus anderen Brücken bauen zu dem Gott hin. Aber wie machen wir das konkret, das Brücken bauen? Von den Wohltaten Gottes anderen berichten. Nehmen wir uns einen Augenblick Zeit, um selber darüber nachzudenken, was heisst denn das konkret für dich in deiner Situation, ein Priester, ein Brückenbauer zu sein? Die möchten, können im Heft Sachen aufschreiben. Die einen können auch gut nachdenken, wenn sie darüber austauschen können. Man kann auch, wenn man will, mit dem Nachbarn links oder rechts darüber reden. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Was heißt das konkret für dich? Gottes Wohltaten verkündigen. Was heißt das? Zum einen heisst das für mich auch das Bezeugen von dem, was Gott tut und da hat, ganz konkret in dieser Welt, durch Jesus Christus, was er in der Gemeinde und durch die Gemeinde tut. Aber auch das Bezeugen, was Gott in meinem Leben da hat. Und ich merke, das ist immer wieder eine grosse Herausforderung. Ich habe gerade diese Woche dürfen, müssen, sollen, einen Text schreiben für so ein Blättchen, wo es um Ostern gegangen ist. Ja, das ist super. Ostern, das Herzstück vom Evangelium. Und da habe ich geschrieben, was das heisst und bedeutet und überhaupt. Und ich habe wirklich gefunden, mal, der war jetzt nicht schlecht gewesen. Nachher kommt das Mail zurück und sagt, ja, das ist ja super, merci für den Beitrag, aber was heisst denn das jetzt für dich in deinem Leben? Aha. Was heisst das für mich ganz konkret? Wo habe ich Gottes Wohltaten erfahren in meinem Leben? Ich bin überzeugt, dass Gott gerade durch das, was wir erleben,
zu anderen Menschen reden tut. Wir wissen alle, eine Brücke. Eine Brücke, die baust nicht einfach ein Schilf raus. Sondern du überlegst dir, wo braucht es eine Brücke? Das heisst für mich, es braucht offene Augen. Offene Augen, die Menschen sehen, die Gott mir an die Seite stellt. Die Gott mir über den Weg schickt. Dass ich sie sehe und kann warnen. Vielleicht haben die Menschen alles, was sie sich wünschen. Sie können sich alles kaufen, was sie wollen. Aber ohne Jesus und die Vergebung von Jesus gehen sie verloren. Es heisst für mich offene Ohren, den anderen zu hören, mich auf ihn einzulassen, mir Zeit zu nehmen. Es kann nicht heissen, dass man da in eine Beziehung tritt, eine gewisse Wegstrecke miteinander geht. Leben teilen. Es heisst für mich aber auch offene Lippen. Dass ich mir überlege, und immer wieder Gott auch fragen, zeig du mir dann die Menschen, die du mir ins Leben gestellt hast, wo ich auch etwas soll. Sagen von diesen Wohltaten, die ich auch in meinem Leben erfahren darf. Dass Gott mir Gelegenheit und Mut schenkt, auch konkrete Situationen jetzt zu reden. Sagt das mit unserem Handeln oder auch mit unseren Worten. Und vor allem heisst es für mich, ein offenes Herz zu haben. Ein offenes Herz für Gott. Für sein Reden, ein offenes Herz für meine Glaubensgeschwister, ein offenes Herz für meine Familie, für die Menschen um mich herum, die Gott mir an die Seite stellt. Gell, wo Identität und Auftrag zusammenkommt und auch zusammenbleibt, dort wird das Reich Gottes konkret. Eine Berufung kann nur jemand anders in unser Leben aussprechen. Wir können uns nicht bewerben um eine Berufung, aber wir können sie ablehnen. Wie sieht es aus bei dir? Willst du die Berufung für dich persönlich auch annehmen, dass auch Gott dir zuspricht? Vielleicht zum ersten Mal ganz konkret oder vielleicht einfach auch ganz neu wieder ergreifen und sagen mal, eigentlich wüsste ich es ja, dass das die Realität ist. Aber ich will es ganz bewusst in Anspruch nehmen. Auch im Wissen, dass eine Berufung auch in die Antwort, in die Verantwortung führt. Es heisst ja so schön, Adel verpflichtet. Bewusst das in Anspruch nehmen und trainierst da, wo der 1. Petrus 2,9 dir zuspricht. Das ist die Frage. Wir sehen jetzt einen Clip, der ja darstellt, wie Gott dir einen Liebesbrief schreibt und dich herausfordert, willst du mein Kind sein? Und ich die Frage einfach auch ganz persönlich dir stellen tun, willst du die Berufung, so wie sie im 1. Petrus 2,9 steht, für dich persönlich annehmen, neu annehmen. Wir werden nach dem Clip eine Zeit haben, wo du im Stillen Gott kannst eine Antwort geben oder auch in dein Heft kannst eine Antwort dir schreiben. Ich werde dann mit einem Gebet die Zeit abschließen. Danke vielmals, Vater, dass du mir, jedem von uns, den Wert zusprechen tust. Danke vielmals, dass wir nicht wertvoll sein und tun, sondern wir sind wertvoll, weil du uns das schenkst. Danke vielmals, dass wir dein auserwähltes Volk sind. Königliche Priesterschaft, heiliges Volk. Und dass wir dürfen verkündigen, das, was du Gutes da hast in unserem Leben, in dieser Welt. Danke, dass du uns berufen von der Finsternis zu deinem Licht. Und du hast auch gehört, was jedes aus dem Herzen bewegt hat. Und bitte dich, dass du
uns einfach auch in dieser Realität rein leben lässt, dass uns das bewusst sein darf, dass du uns den Wert zusprichst. Und danke vielmals, dass du mit uns kommst, jetzt auch die Woche, wenn es darum geht, bewusst mit dem unterwegs zu sein. Danke für dein Ja, für deine Liebe. Amen.